Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen, liebe Gäste. Vor uns liegt ein Antrag unserer Fraktion, mit dem wir das Ziel verfolgen, Sozialleistungsmissbrauch zu bekämpfen. Wir fordern Sofortmaßnahmen gegen Pendelmigration. Was ist Pendelmigration? Nichts anderes als Sozialtourismus. Das bedeutet, dass Ausländer hier nach Deutschland kommen, Bürgergeld und andere Sozialleistungen beantragen und dann wieder in die Heimat zurückfahren und dann dort was auch immer mit dem Geld tun. Und das alles zulasten der deutschen Steuerzahler. Fragt man das Sozialministerium, dann kriegt man die Antwort, das Problem gibt es entweder nicht oder es handelt sich nur um ganz wenige Einzelfälle. Wir glauben aber nicht an Einzelfälle. Zum einen, weil wir dieser Bundesregierung überhaupt nichts mehr glauben und zum anderen, weil massive Indizien dagegen sprechen. Seit 2016 gibt es Medienberichte über Syrer, die hier in Deutschland einen Schutzstatus haben, Sozialleistungen beziehen und dann aber zum Urlaub in die Heimat fahren. Vor kurzem berichtete der Merkur von einem 56-jährigen Algerier, der in Bayern lebt, dort Sozialleistungen bezogen hat, nämlich das Bürgergeld, dann nach Algerien gegangen ist und vergessen hat, sich beim Jobcenter abzumelden. Er hat 13.900 Euro kassiert. Die Welt berichtete vor kurzem von einem Ehepaar aus Nigeria, das jahrelang in Nigeria gelebt hat und Bürgergeld kassiert hat, nämlich 33.000 Euro. Der Fokus berichtete vor kurzem von einer ukrainischen Familie, die schutzsuchend nach Deutschland kam, dann aber in die Heimat zurückkehrte und dort 40.000 Euro Bürgergeld kassierte. Und tagtäglich fahren hier von Berlin aus 50 Flixbusse nach Kiew. Und man muss mit einem Klammerbeutel gepudert sein, um zu glauben, dass da kein einziger der 723.000 ukrainischen Bürgergeldempfänger drin sitzt. Bei dieser Regierung und bei Ihnen hier gibt es null Motivation, Sozialtourismus zu bekämpfen. Sie führen dieses Land wie eine Bananenrepublik. Das ist das Problem. Eine AfD-geführte Regierung würde den Sozialtourismus effektiv unterbinden. Wie würden wir das tun? Erstens durch die Erhöhung der Kontaktdichte bei den Jobcentern, und zwar durch ein persönliches Vorsprechen alle 4 Wochen. Wir würden eine Identitätsprüfung einführen über ein Fingerabdruck-Scan-Verfahren. Das ist ein Unding, dass es das bis heute nicht gibt. Ich kriege Briefe von Jobcenter-Mitarbeitern, die berichten mir aus Berlin-Kreuzberg, da stehen voll vermummte, voll verschleierte Frauen vor ihnen und sagen, sie sind wer auch immer. Und er muss das glauben, weil er nicht verlangen darf, dass der Schleier gehoben werden kann. Wie sollen da Identitäten festgestellt werden können? Wir fordern, bei Verdacht auf Ortsabwesenheit Prüfbesuche zu Hause durchzuführen. Wir fordern, dass die Betreiber von Fernbuslinien aufgefordert werden, Passagierlisten an die Bundespolizei weiterzugeben, damit die Jobcenter dort Abfragen vornehmen können. Gleiches gilt übrigens für Flugreisen über deutsche Flughäfen. Wir fordern, dass bei einem Verdacht auf unerlaubte Ortsabwesenheit der sofortige Stopp der Zahlungen erfolgt. Wir fordern, dass bei einer Bestätigung einer unerlaubten Ortsabwesenheit nicht nur die Zahlung gestoppt wird, sondern alle bisher geleisteten Zahlungen zurückgefordert werden, inklusive Kosten der Unterkunft. Und sollten Schutzbedürftige in Kriegsgebiete reisen, aus denen sie angeblich geflohen sind, dann heißt es nicht nur Zurückerstattung der Sozialleistungen, dann heißt es auch Entzug des Schutzstatus und Einreiseverbot. Solche Leute, die unser System ausnutzen, haben hier nichts verloren. Und ehrlich gesagt war ich schockiert heute in der Ausschusssitzung, denn da hatte ich das Thema angesprochen, die Sozialpolitiker unter uns werden sich daran erinnern. Denn alle gucken sie mit großen Augen und fragen sich, wie es sein kann, dass im EU-Vergleich so wenige Ukrainer hier arbeiten, aber so viele Ukrainer im Bürgergeld sind. Und ich habe gefragt, ob das nicht vielleicht zusammenhängt mit den Flixbusreisen nach Kiew. Und die Antwort der Frau Staatssekretärin, da sitze, sie wird sich gut erinnern können, war sinngemäß: Es sei doch selbstverständlich, dass Ukrainer in die Heimat fahren, um dort nach dem Rechten zu sehen. Und Sie sagten auch, das SGB II sieht auch Urlaub vor. Da kann ich Ihnen nur eins sagen. Sie bekämpfen nicht den Sozialtourismus, wie wir es fordern. Sie befördern den Sozialtourismus. Sie sind das Problem in unserem Land. Ich kann nur eins sagen. Wer nach Deutschland kommt und hier Sozialleistungen bezieht, dann
den Urlaub antritt, in ein vermeintliches Kriegsgebiet geht, der hat keinen Anspruch auf Sozialleistungen, der hat keinen Anspruch auf Schutz, der gehört nicht nach Deutschland, der gehört in seine Heimat, und da kann er auch bleiben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.